Hallo und herzlich willkommen zurück bei WWE 2K20, meine Karriere. Ich renne immer noch gegen Royal Rumble, den ich mittlerweile zweimal gewonnen habe, an. Mal sehen, ob beim nächsten Sieg das Spiel mich dann mal gewinnen lässt. Oder wieder abstürzt. Oder ein Bug verhindert, dass ich gewinnen kann. Oder was diesmal kommt. Ich habe ja gesagt, ich mache noch einen Rumble-Sieg, egal wie lange es dauert. Und wenn das dann wieder nicht klappt, dann war's das halt. Dann war's das einfach. Warum? Es hat doch immer geklappt. Adam Cole, lass das. Der Plan ist doch, dass du raus bist, bis das Rollins drin ist. So klappt das aber nicht. Rollins, lass mich das. Oh, Mann. Okay. Ich hatte zwischendurch eine echt gute Taktik. Habe einfach jeden, der reinkam, direkt rausgeprügelt. Irgendwie klappt das gerade nicht mehr. Naja, wir haben Rollins schon mal raus. Immerhin etwas. Got him up. Into the neck breaker. Immer noch der Ushiguroshi. Russian leg sweep. Counting it down, who is it gonna be? Oh, stomping away. Uh-oh, here he comes, fellas. And he looks determined as ever. Oh no, we've got a problem here, guys. Och, Elias. Das nervt mich, glaube ich, am allermeisten. Neben dem, dass du manchmal hilflos ausgeliefert bist, dass die KI manchmal sagt, hey, da wird gerade einer rausgeschmissen. Das möchte ich aber nicht. Ach Mann. Alter. Ich habe auch einfach keine Kraft mehr in den Fingern. Ich spiele heute schon wieder anderthalb Stunden an dem scheiß Rumble. Ja, davor habe ich 5 Folgen lang gespielt, also bestimmt auch 1,5 bis 3 Stunden. Schnitt! Okay, nicht in seine Richtung drücken, sondern einfach boxen. Einfach normal nichts. Ich glaube, das war mein Fehler, dass ich gechoppt habe. Offenbar hat Adam Cole eine hohe Chop-Resistenz. Tonight we're treated to one of the rarest and most exciting matches in WWE. Nö, konnte er auch. Er hat wirklich mehrere Folgen lang, oder Versuche lang, immer funktioniert. Jetzt kontert er mich einfach immer. Super, ich habe jetzt noch einen Konter. Ey Leute, ich... Und ich habe keinen Konter mehr. Warum denn dahin? Rollins, lass mich das noch machen. Danke. Na, schmeißt du mich jetzt raus? Too quick to catch him there. He's looking a little dazed, guys. And he's got nowhere to go in that corner. Hold on, guys. This isn't good. Okay, okay, okay. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Ich muss es nur schaffen, mich Richtung Elias zu bringen. Boom, what a forearm. Oh, nasty impact. He has become relentless at this point. Yeah, and he seems to have an endless supply of energy. Kick right to the midsection. Who's it gonna be? Oh, such a dynamic maneuver from Elias. Yet another counter.
looks like they're both somehow one step ahead of each other. Look at him. And you know he can be a major difference maker here. Los, Big E! Schnapp ihn! Schnapp ihn! Rette mich, Big E! Power of Positivity! Sehr gut. Ich muss Konter aufladen. Oh nö, Big E! Komm, komm, komm! In die Seile! Und... Er kontert. Okay, haben wir. Here he comes, fellas. And he looks determined as ever. Wait a minute. Oh, and a quarter inch. Ladies and gentlemen, Elias. Nein. Has been eliminated. Well, scouted reversal there. Wieso kann ich denn meinen Signature nicht machen? Counting it down. Who is it? Och, hol ihn ganz hoch, Mann. Signature hoch in die Ecke. Finisher, komm, 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 komm. Boy, the time just flies, doesn't it? Uh-oh, this will shake things up. You're not kidding, Michael. Back in the ring again. Oh, what a forearm. Turning the momentum to his favor. He's a powerful man with great energy. Nine. Now, trampling the opposition. Och, nicht immer kontern, Ricochet. One of these competitors is eventually gonna have to gain the upper hand. Harsh impact. Elbow smash. Lariat. Okay, okay. Nur noch The Rock. For a championship at WrestleMania. Wait a second. Why is the countdown clock starting up again? The rumble's over. Apparently, there's another entrant. Hold on, it can't be. Is that who I think it is? No way. It's the President of the United States of America. Ich muss irgendwie immer rülpsen, wenn so noch kommt. Ich stehe vor meinem dritten Royal Rumble Sieg dieses Jahr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, ich habe den Signature voll. From returning superstars to legends and even celebrities. But none of them were bigger than this.
Surprise factor aside, what can we expect to see from President Rock tonight? I mean, as of late, all of his fierce opponents have been of the political variety in Washington. What kind of fighting chip is he in? Just look at him. I don't think he's missed a workout the entire time he's been in the Oval Office. In fact, I heard half of Air Force One has been converted into the top-of-the-line gym. And don't forget, Trey's already been in the rumble for a while. The president's completely rested. You two may be right, but we're about to find out if our commander-in-chief has what it takes to win the Royal Rumble. Oh, kick right on point. He's fighting hard and it's paying off. He better hope he can sustain that effort. Here's the quickness and agility. Tough spot to be in. He's trying again. Okay, so. Nächster Royal Rumble Sieg. Mein dritter Royal Rumble Sieg jetzt. Ist also der zweite richtige. Einer wurde ja durch den Bug verhindert. Und wenn es jetzt wieder abstürzt, wirklich, dann fuck it. Dann war's das. Dann soll es nicht sein. Zweiten Mal. Ja, komm, komm, komm. Lad es durch. Lad es durch. Lad es durch. Bitte. 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 Bitte, 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 bitte. Okay, ich glaube, das dürfte der Safe sein. Gott sei Dank. Gott sei Dank, es ist vorbei. Es ist vorbei. Jetzt muss die Divas Championship gewinnen. Dazu habe ich mich schon häufig geäußert. Finde ich absolut Bullshit, aber meinetwegen gewinne ich jetzt auch die Divas Championship. Es ist mir so egal. Hauptsache der scheiß Royal Rumble ist endlich vorbei. Oh boy. Es ist vorbei. Nach, keine Ahnung, ich glaube, 3 oder 4 Stunden Royal Rumble ist er endlich vorbei. Das Schlimmste ist überstanden. Ich glaube nicht, dass noch was Schlimmeres kommt in diesem, meiner Karrieremodus. Oh Gott sei Dank. Corey, you would have to think it'll take the performance of a lifetime to walk out of here tonight with the gold around her waist. Yeah, you don't beat the champ unless you go at her with nothing less than your absolute best. And even then, there's a good chance you're going home empty-handed. It's the woman who's made a living beating people up, Brooklyn Von Braun. Wie gesagt, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt, ich glaube Folge 50 habe ich mich über den Divas Championship aufgeregt. Und dass sie ihn hier reinbringen in diese Story. Könnt ihr euch da anhören, warum mich das so anputzt. Ich habe die Folge heißt so eine Scheiße, regt mich auf. Divas Championship. Introducing the challenger. Unbreakable. Seht ihr die gefixten Haare? And introducing the champion. The American Hero. Brooklyn Von Braun. Ja.
The historic Divas title may have a new owner tonight. Im Game-Bereich, das heißt, das Ganze wird Shenanigans beinhalten. Das wird unser WrestleMania-Match sein, oder? Gegen Brooklyn. Und wir haben ja noch irgendeine Ankündigung, ne? Haben wir auch gesagt. Ja, es ist sehr similar to how quickly Ronda Rousey was able to get acclimated in WWE. That being said, tonight's outcome is extremely difficult to predict, as this might be one of the most personal conflicts we've ever witnessed. Oh man, right to the arm. Hyperextend your elbow. Kick to the gut. Not done yet. All the way up and oh, shoulder breaker. Oh so. God. Ein Schlag. Kommen sie hoch. Schlag. Red and Brooklyn are going back and forth, taking out years of frustration on each other. Ja, years of frustration, so hat der Rumble auch angefühlt. Red with the tackle. And now both women are down. Okay. So far, these two have been matching each other move for move. One of them needs to somehow gain an inch. Okay, gut. Wir werden nächste Folge schauen, wie das weitergeht. Der Royal Rumble ist endlich geschafft. Ich bin dankbar. Also ich sag mal so, das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann, ist, denke ich, Elimination Chamber. Aber auch das ist Elimination, von daher dürfte das auch nicht so schlimm sein. Ja, und vielleicht halt irgendein Multi-Man oder Multi-Women-Match. Aber sowas Schlimmes wie der Rumble wird jetzt nicht mehr kommen. Da bin ich ziemlich sicher. Damit kann ich jetzt auch etwas entspannter in die nächsten Folgen gehen. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Gauton. Und ciao.